Guten. Ach, scheiße, ich muss Musik ausmachen. Guten Morgen, heute ist Montag, der 21.09. Ich hab frei, yeah. Aber der heutige Tag wird davon bestimmt sein, die Videos der letzten Tage zu schneiden. Nochmal zu schneiden. Und ich muss unbedingt die Butze hier aufräumen. Das sieht ja aus. Schrecklich. Ich darf es keinem zeigen. Im Wald, da wo wir am liebsten sind, wo wir unsere Ruhe haben, dass niemand auf den Sack geht und wir niemand auf den Sack gehen. Obwohl mit der Ruhe ja auch so eine Sache ist. Erstens begegnen wir sehr häufig den Förster hier, der mich dann anmault, weil Kuchen nicht alleine ist. Und gefühlt sind wir die Einzigen, die er anmault. Andere Personen, die ich ab und zu mal treffe beim Gassi gehen oder mit denen in die Gasse gehe, sind denen noch nie begegnet. Merkwürdigerweise. Naja. Aber ich glaube, das habe ich schon erzählt. Gestern sind wir so im Busch, mitten im Nichts. Sie stapfte da jemand durch den Wald. Kam auf uns zu. Cookie, ganz vorbildlich, stramm gestanden. Genau beobachtet, was passiert. Ich mich auch erstmal ruhig verhalten. Und dann wurde aber schnell klar, dass ein Pilzsammler ist. Aber man muss ja vorsichtig sein. Wie ist das? Ich habe heute noch genau nichts geschafft. Es ist jetzt 2 Uhr. Ach, scheiße, 2:30 schon. 14:30 Uhr. Bin heute Morgen aufgestanden. Eigentlich wollte ich laufen gehen. Eigentlich. Bin aber irgendwie erst um 7:30 oder was wach geworden. Keine Ahnung. Oder aufgestanden. Kam aus dem Bett dann. Dann hatte ich auch keinen Bock mehr laufen zu gehen. Dann bin ich mit dem Hund raus. Bin mit dem Hund im Wald gewesen. Zwischendurch noch einen Kaffee getrunken. Und als ich wiederkam, habe ich mir in den Rechner gesetzt und habe auf YouTube Videos geschaut. Bis eben. Hier sieht es aus wie Sau. Ich habe noch nicht angefangen, die Videos zu schneiden. Und ich hasse das echt, wenn ich mich so gehen lasse. Ja, kann man so sagen. Aber das, ich habe die letzten 2 Tage jetzt bei Frühschicht gehabt. Man muss halt trotzdem bis zum Feierabend machen. Das schlaucht und die eine Nacht habe ich kaum geschlafen. Das war scheiße. Und ja, alles nur Ausreden, keine Ahnung. Ich hätte auch einen Arsch hochkriegen können heute Morgen. Ja, scheiße halt, ne? Und ich hasse das echt wie Pest, wenn ich mich so gehen lasse. Jetzt gehe ich erstmal schnell einkaufen. Bisschen Gemüse. Wenn ich mir was Leckeres zum Essen machen kann. Und ich möchte heute was Veganes essen. Mal sehen. Ich habe noch irgendwie so... Ich glaube, ich mache mir Gemüseschnitzel. Ja. Und dann mache ich hier ein bisschen Klarschiff, damit ich wenigstens das Gefühl habe, irgendwas noch geschafft zu haben. Und dann werden wir mal schauen. Keine Zucchini, keine Auberginen. So geht das nicht. Weil ich so Ananas mitgenommen, eine Mango und Klopapier. Damit er wenigstens nicht ganz umsonst war. Und jetzt fahre ich nochmal los und hol Zucchini und Aubergine. Ein vernünftiges Essen. Ich war jetzt erst im Netto hier in den schwarz-gelben Netto, in den Hunde-Netto biegen, ne? Weil die den Hund als Symbol haben. Und dann in dem rot-gelben Netto, wo ich jetzt die Aubergine und Zucchini bekommen habe. Der rot-gelbe, was früher Plus war. Kannst du ja eigentlich nicht mehr antun, aber ich glaube, die passen sich auch nur noch den, wollte ich den jetzt, ihrem Publikum an. Und die Menschen werden ja auch immer bekloppter, halt die fühlen. Vielleicht werde ich auch nicht bekloppter. Alle immer sind immer, man weiß es nicht. Naja, und im Sky kannst du nicht hingehen, da zahlst du halt zu viel. Sky mag das ja noch und ja, ich zahle im Netto hier Markendiscounter, ne? In den Markendiscount hier, in den gelb-roten Netto. Für Alpro Soja Vanille, weil ich mir meinen Kaffee mache. 1,79 die Packung. Und im Sky zahle ich für das Zeug 1,95.
Und ja, Gemüseschnitzel. Zucchini Aubergine habe ich ja vorhin gekauft. Und die sind absolut vegan und richtig lecker. Und wer sich jetzt fragt, wie man Schnitzel vegan hinbekommt, ganz einfach, Gemüse, klar. Dann habe ich Mehl und Curry ein bisschen zusammengerührt, die Gemüsescheiben darin gewälzt. Habe mir dann Speisestärke und Wasser angerührt als Eiersatz. Und danach in Cornflakes, Paniermehl und Kürbiskern das Ganze. Und jetzt ab in die Pfanne damit. Und das ist wie gesagt echt lecker. Die Auberginen sollte man aber eigentlich schälen. Erstens hält die Panade besser. Und die Schale wird auch immer so, oder ist ein bisschen fester. Und ja, das stört den einen oder anderen vielleicht. Mich stört es nicht, ich finde es nicht so schlimm. Von daher war ich jetzt einfach mal faul. Scheiße, dann wird denn das wieder? Hast wieder keine Lust mehr?